Alles klar, Reset Tower von Glitch Mister. Okay, wir sind draußen unterwegs. Und es gibt keine Power-Ups, das ist nicht so nett. Nachdem du in die Tür reingegangen bist, wird die Zeit ziemlich gesenkt. Auf eine halbe Minute. Benutze Resetors, um deine Zeit wieder aufzufüllen. Alles klar, also wir werden immer 30 Sekunden haben. Das. Oh cool, wir können auch hier lang, aber bringt uns ja nichts. Gut, 30 Sekunden Zeit. Das heißt, wir müssen immer. Scheiße. Okay, schon verkackt. Nein, nicht so Geld, das will ich schon mal nicht. Einfach hier durchrushen immer. Da ist ein Resetor. Das heißt, ich komme ja auch immer wieder brav raus. Okay, mal sehen. 20. Wow, ihr Leute. Okay, da ist eine. Hauen wir dem einfach mal kurz eine rein. Das ist natürlich ein cooles Feature für dieses Level. So, 22. Ah, scheiße. Boah, schmeiß mal keine Knochen mehr. Okay, ein Checkpoint, das ist schon mal eine gute Sache. So, resetten wir kurz und... Noch cooler wäre es natürlich, wenn man... Na gut, aber... Ich glaube, dann wäre es nicht mehr so vanilla, sondern schon mehr programmiert. Wenn man statt einer Tür irgendwie so in irgendein Ding einsammelt, dass die Zeit wieder auffrischt, dann, naja, hat man jetzt nicht immer diese Sequenz, dass man in der Tür drin ist. Hier, weil hier dauert es immer so ein paar Sekunden dann, bis man hier weiterspielen darf. Dann wäre es natürlich noch perfekt, würde ich sagen, aber so gefällt es mir natürlich auch. So, ach du Scheiße, das war eigentlich nur eine böse Falle. Na gut, gehen wir ein A. Gehen wir hier rein. Was wir uns der Buchstabe A sagen. Okay. Keine Reset-Door, sondern eine Door-Door. Wenn ich hier reingehe. Ach, dann Reset-Door. Aha. Guck mal, ich cheat mir jetzt ein paar Power-Ups einfach mal. Für den Boss-Fight. So. Warte mal. Oh, wir haben 25 Sekunden Zeit, diese Reset-Door zu besiegen. Okay. Blöp. Na, okay, das sollte eigentlich. Ist das peinlich. Ich bin bei einem originalen Super Mario World Boss Fight gestorben. Und dabei noch einen der einfachsten, Reznors. Nichts, was mit Hex zu tun hat, das hätte in jedem Super Mario World, okay, im echten Super Mario World drin sein können. Das war sehr peinlich. Sheer Cold Chateau. Okay. Überraschenderweise Eis. Und was? Ich habe einen Spinjob auf den gemacht, das wisst ihr auch. Na gut, nochmal. So, ich meine hier... Ach, hier bin ich gar nicht sicher. Ich dachte so, hier stelle ich mich mal kurz hin, die Einkerbung, damit das Ding mich mal nicht trifft. Okay. Zumindest die Musik ist mal wieder cool. Okay, da renne ich mal durch. Hier renne ich auch mal dran vorbei einfach. Blüpp. Und wück und mück und alle Soundeffekte der Welt. Alles klar, so hier ist viel mit Rutschen und so. Und alles ist so bläulich gehalten und mir wird selbst mit Zugucken schon irgendwie kalt. Da haben wir die Mitte schon erreicht. Selbst die Lava ist Eis. Das muss sowas heißen. Okay, hier jumpt das Zeug runter. Boom. Okay, ich warte mal. Na, hier würde ich sagen. Jetzt brauche ich nur eine Gelegenheit. Okay, da ist sie. Darüber zu gehen. Ach, Kacke. Na, okay, mach mal wieder hoch. Danke. Ein Pilz? Dankeschön. Ich wollte mich schon gerade beschweren, dass es kaum Power-Ups gibt. Aber ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Gut, jetzt hier warten. Da schaffe ich ja locker. Oh, das könnte eng werden, aber es geht. Boah, Scheiße, natürlich muss das mich erwischen. Warte mal, ist hier irgendwie eine Plattform? Ja, hier. Gut, dann darf ich auch rüber. Oh, jetzt wird's lustig. Ah, dieser Typ. Gut. Wow. Okay, es wird immer härter. Okay. Da ich hier noch nicht gestorben bin, ist echt ein Wunder. Oh, noch mehr Wunder. Meine... Ja. Oha, kriegen eine Vollblume gespendet und
kurzer Raum hoch zum Boss. Lesen wir mal vielleicht, was da noch steht. Hinter dieser Tür liegt der Terror von diesem Chateau of Never and Frost. Bekannt als Cold Heart Lady. Niemand hat ihren Raum jemals lebendig wieder verlassen. Ein Custom Boss? Nein, das ist einfach nur Wendy, oder? Na gut, das ist der Wendy Boss. Oh nein, ist das gruselig. Oh fuck. Okay, das ist einfach nur Wendy. Nein, okay, ich muss die töten. Oh, ich hab's nicht bekommen. Nein! Ey, komm. Ich mache mich voll drüber lustig, wenn ich jetzt auch noch sterbe beim Boss. Ach gut. Würde ich echt an mir selber langsam zweifeln. Gut. Zum Glück geschafft. Gehen wir mal in weiter. Frosted Flame Fort. Also das Eis hat noch kein Ende genommen, oder was? Okay, doch. Sehr frosted sieht das hier noch nicht aus. So, boah, die Musik. Wo haben die diese Musik hergeholt, Mann? Das klingt alles gar nicht wie editierte Mario-Musik. Das ist einfach nur... Oh, fuck. Wieso bin ich nicht gesprungen? Na toll, das hat mich jetzt... Ja, okay. Okay. Guck mal, wo ich bin. Ich bin wieder am Anfang, weil jeder Rewind mich getötet hat. Und dann passiert auch noch sowas. Ah, zum Kotzen. Na gut. Hier gibt es natürlich keine neuen. Boah, Mr. Feuer. Was für ein Sack. Ich glaube, theoretisch, wenn ich mir überlege und das Ding sehe, ich hätte hier ein Cape noch verdienen können. Das Schlauste wäre es eigentlich, naja, das wäre schon mal nicht das Schlauste, aber Schlauste an sich wäre es, wenn ich, anstatt diese ganzen Levels an irgendeinem Stück zu spielen, erst alle Switch-Häuser gemacht hätte, damit ich für die anderen Levels einfacher hätte. Das wäre die schlauste Methode gewesen und ich habe es einfach nicht gemacht. Okay, hier haben wir jetzt mehr sowas. Hier fängt der Boden an. Hier. Gehen wir wieder hoch. Oh oh. Ach, okay. Hier geht's wieder manuell runter. Automatisch meine ich. Ich meine das genaue Gegenteil von dem, was ich eigentlich gemeint habe. Okay. Boah, die Musik eskaliert gerade voll. Hier. Oh, perfekt. Oh 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 oh. Okay. Alles noch gut. Na gut, das war jetzt vielleicht nicht meine schlauste Entscheidung, oder? Na, wobei... Doch, das war meine schlauste Entscheidung. So, Checkpoint. Und das war's. Drei Ranken. Ah, na toll. Jetzt hätte ich einen Checkpoint gebraucht, weil ich davon wieder groß geworden wäre. Jetzt sind wir auf dem Dach, wo es wieder rutschig ist. Gut. Hätte ich vielleicht noch einen netten Hintergrund einführen können, weil hier ist es einfach nur strikt blau. Aber was soll's. Ich meine, sieht jetzt auch nicht schlimm aus. Hätte nur ein bisschen netter aussehen können. Yeah, yeah, yeah. Wir sind auf diesen Dingern unterwegs. Oh, oh. Okay, nein. Alles gut. Er hätte gedacht, dass das alles auf dem Schlossdach sich aufhält. Okay, der Kollege. Mit dir. Und mit dir auch. Und nochmal mit dir plus fliegenden Fischen. Oh, das ist aber asozial hier gerade. Natürlich. Boah, das hätte man noch nicht überleben können, ganz ehrlich. Es war eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann drauf gehe. Okay, einfach schnell. Ja, ich springe rauf, ich sterbe. Eine Lüge. Boah, okay, das sind drei von denen, aber es juckt mich nicht. Ich muss einfach nur weg. Boah, das war echt eine üble Stelle gerade. Wahrscheinlich kann ich hier nicht weiterfahren, oder? Oh. Oder doch? Okay, ich glaube... Ja, gehen wir mal nach oben. Ich glaube, ich habe einen kleinen Bug gefunden. Na gut. Und Ziel. Ohne Boss. Alles klar. Peaceful Night. Kommt jetzt. Oh Mann. Das sieht schön aus. Das ist wiederum ein sehr hübscher Hintergrund. Und interessante Farben. So ein lila Ton, der gewählt wurde. Ach komm, spring doch, du Monster. Ja. Jump. Und noch ein Jump. Oh Mann, mir fehlen die ganzen Blöcke hier. Das ist unglaublich. Kann ich wenigstens hier rein? Nö. Das Power-Up kriege ich anscheinend auch nicht. Der Typ ist auch nicht eingesperrt. Hier kann ich auch in die Stacheln reinfallen. Aber dafür kann ich das Leben bekommen. Oha. Das hat einen positiven Aspekt, da ich das nicht gesammelt habe. Wer hätte das gedacht?
was hat es hiermit auf sich? Das kommt irgendwie... Kommt irgendwie komisch. Aber ich habe es einfach mal aufgemacht. Da kann ich nicht hoch. Deswegen, das ist natürlich nicht so gut. Gehen wir mal hier ran. Es bildet ein U. Das Geheimnis aller Fragen. Als ob ich hier nicht zurück kann. Oh, wie dreckig. Okay, einen Rückweg muss ich jetzt hier hinbekommen. Und das ist nicht so schön, aber ich habe es geschafft. So, Musik natürlich schön wie immer. Uah. Okay, natürlich sieht man, wie der runterfallen ist. Boah, jetzt fängt es auch richtig ab zum Märschen, die Mucke. Weiß es nicht, das ist zwar alles voll schwer, aber irgendwie immer noch in einem Bereich, wo ich das meiste hinbekomme. Das finde ich natürlich gut. Aber hier werde ich sterben. Genau, weil ich es gerade gesagt habe. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Das hat mich umgebracht. Okay. Nein, das gibt's doch nicht. Komm. Diese Stacheln töten mich. Will ich dahin? Ja. War, glaube ich, ganz cool. Gut, gehen wir wieder hoch und dann kann ich hier rüber. Okay, das Level ist voll von unaktivierten Blöcken hier. Wie man sieht, von allen Farben. Okay, selbst den 3-Abmond kriege ich jetzt nicht, der mir unter der Nase gerieben wird. Das ist so gemein. Ah, shit. Ah nein, meine... Oh nein! Das... Meine verdiente Folgung kriege ich nicht. Aber ich glaube, man fängt hier eben Level wieder kleiner an, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gut, machen wir den Red Switch Palace. Der anscheinend gar nicht in die Wertung einging, oder? Ich meine, er hat keine Platzierung. Okay. Vielleicht, weil es ja nicht so ein Level ist, sondern ein... Warte, ich muss so und dann so machen. Nein, ich hab's verkackt. Ah, den letzten. Was ist das? Ah, okay, das ist kein richtiges Level. Das ist nur so ein kurzes Ding. Deswegen geht's auch nicht in die Bewertung ein. Warte, was stand da? Okay. Es wird das in das verwandeln und macht sonst absolut gar nichts. Wie frech. Na gut. Sexy Trap House. Alles klar. Oh, da... Ach, scheiße. Da hochzukommen wird jetzt eine Qual, glaube ich. Okay, ich würde sagen, anstatt dass ich ein Power-Up kriege, sterbe ich hier sowieso 100 Mal. Also lasse ich es einfach mit dem Pilz. Okay, schnell durch. Wow. Sind das alles fallende Plattformen? Ich glaube, die eine ist nämlich nicht gefallen. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Lieder, die ich dann tatsächlich schon mal in einem Super Mario World Hack nochmal gehört habe. Ich weiß nicht, aus welchem Spiel es seinen Ursprung hat. Wow, fuck. Mist. Ich kriege gar nichts auf die Reihe. Toll, hier hätte ich... Nee, warte, ich kann da... So ist das gedacht. Ach so. Ich glaube, anscheinend musste ich das sogar machen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gehen wir hier durch oder lieber nicht? Ich glaube schon, oder? Da ist ein Pilz. Okay. Das erste Mal, da ich glaube, ich sehe, dass diese Dinger... die den Boden wegmachen, dafür verwendet werden, dass man irgendwie weiterkommt, anstatt zu sterben. Das ergibt einen ganz neuen Sinn dafür. Okay. Drücken schnell. Ey, wie gemein. Okay, wir müssen uns beeilen. Trampolin schnell nehmen. Ich glaube, das war fürs Leben da unten, oder? Wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Ich weiß nicht, ob es noch einen weiteren Sinn hat, diesen... Oh fuck. Na okay, das Trampolin brauche ich echt nicht mehr. Rein da. Und ab ins Ziel. Und huah, geschafft. Gut, damit wäre Sexy Trap House geschafft. Und wir haben noch 3 Schlösser vor uns. Fun Gun Factory. Kommen wir beim nächsten Mal. Naja, was werdet ihr hier erwarten? Ihr werdet noch mehr Schloss-Action erwarten, wie in diesem Part. Also bis zum nächsten Mal.